Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, es gibt heute mal ein Replay vom Zocker und der ist mit seinem Ami-Panzer Jumbo unterwegs. So wie mir scheint, ist von Zocker der Jumbo und der T-100, der Premium T-50 nenne ich ihn jetzt einfach. Das sind seine Lieblingspanzer. Zumindest spielt er die am meisten und zeigt davon auch Replays. Ehrlich gesagt, ich habe diese Munition von den M4-Geschützen, oder in dem Fall jetzt, ja doch, das müsste das M4-Geschütz sein. Oh, huch. Jedenfalls die Munition, die liebe ich mittlerweile. Mit der komme ich ganz gut klar in realistischen Schlachten. Und naja, läuft. So, erstmal einen T-34 ausgeschaltet, der Ami M4A3, das ist der französische M4A3. Und ja, der Zocker zeigt es wieder ganz gut. Die berühmte Stelle, wo man durchkommt, hat er easy getroffen. T-34er. Waren ja auch wieder eine Menge rum. Das war allerdings kein guter Treffer. Kurz mal gesagt, es wird ab jetzt auch wieder, wie üblich, montags, mittwochs, freitags eine War Thunder Folge geben. In dem Fall dann Gameplay. Das hat sich ja jetzt einiges getan, wie zum Beispiel Schweden ist ja jetzt auch in den Ground Forces präsent. Und ja, es gibt noch andere Funktionen, die ich relativ geil finde, nämlich dass man bei den Flugzeugen, wenn man zweimotorige Maschine hat, einen Propeller auf Segelstellung stellen kann oder sogar ausschalten und den anderen dann laufen lassen, womit man wieder bessere Überlebensfähigkeiten hat, also Überlebenschancen, das war ein schöner Hit, dass der Motor nicht so schnell kaputt geht. Dass man halt eine größere Reichweite hat. Das ist ganz gut. Ebenso Radareinstellungen kann man machen. Ja. Oh, das war ein ungünstiger Treffer vom KV-85. Wahrscheinlich hat er... Ja, okay. Lucky, dass er da durchkam. Meistens. Also das ist immer so, manchmal kommt man durch, manchmal nicht. Gut, die KV-85 bzw. die 85er Kanone, 8,5 cm, die hat zwar keine gute Durchschlagskraft, aber wenn sie einmal einschlägt, dann ordentlich Bumm. Ja. Na gut, weiter geht's. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet. Keine Sorge, Corona habe ich nicht. Das wüsste ich. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Dreher war vom Zocker, aber egal. Okay, die Nase ist jetzt aber auch wieder zu. Das geht gar nicht. A2. Sehr schön. So, den hat er auch gekillt. Damit der vierte Kill. Zwei Abschussimpfen hat er schon. Ja, den Tod hat er ja auch schon. Ein Gebiet kommt damit noch. Eine Abschusshilfe und jede Menge Kills. Dass der nicht hochgegangen ist, obwohl er... Doch, der ist hochgegangen. Den Kill hat er also bekommen, auch wenn er jetzt Treffer stand und kein Kill. Naja, egal. KV-1, wieder diese übliche Leier. Keiner kommt bei dem anderen durch. Tja. Ich überlege gerade, welche... Also, hat jede Nation einen Panzer, wo man richtig schwer durchkommt, der auf dem Rang halt ein bisschen von der Panzerung her overpowered ist? Ich glaube, ja.
Amerika hat halt den M4, Deutschland hat den Churchill. Ja, Russland hat halt den KV. Großbritannien hat logischerweise auch einen Churchill. Was kommt dann? Japan. Okay, bei Japan wird es schwieriger, da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Ne, Japan hat tatsächlich keinen, der so wirklich raussticht, der halt richtig stark ist. Ansonsten halt noch ein schöner Kill. Hier. China hat... Die haben kein KV, ne? Ja, China erforsche ich gerade tatsächlich. Da bin ich gerade halt wirklich... Warte mal. KV haben sie nicht. Haben sie was Amerikanisches? Was ordentlich Panzerung hat? Nee, auch nicht. Ich glaube, China hat auch soweit keinen Panzer. Ja, Frankreich hat dann wiederum den M4A3E2. Und... Italien wüsste ich jetzt auch nicht direkt und Schweden auch nicht. Ja, okay, Frankreich hat sogar einen eigenen Panzer, der halt recht gut gepanzert ist, nicht nur den M4. Die haben ja auch den ARL 44, den schweren Panzer, der auf 4.0 oder was ist. Oder 4.3 oder so. Der ist auch ordentlich. Dass der nicht durchging, der Schuss. Das war so ein schöner Schuss, der richtig geil die Panzerung abgeprallt ist und dann runter. Ging nicht rein. Komisch. Tja. Ja, für den Bredder. Ja, schon mal Richtschütze und Ladeschütze. Und damit auch die anderen. Lol, der ist ja auch geil abgeprallt und nach unten. Naja. Japaner. Hachino ist kein Problem. Der ist auf 3-3, oder? Ja, doch, der ist auf 3-3 unterwegs. Ach ja, die Japaner. Du kommst halt da auch selbst mit Sprenggranaten easy durch. HE. 10 mm Durchschlagskraft haben die nur, egal, bei Japanern geht das. Zwar nicht vorne, aber seitlich ist schon. Deutschland ist auch so ein Favorit dafür, zumindest die Panzerkampfwagen 4, beziehungsweise 2, 3 und 4. 2 ist logisch, ist sowieso leicht, aber 3 und 4, die schon ein bisschen mehr Panzerung haben, auch noch. Günstig. Ein Typ, der AFK ist, ist immer gut für einen Zocker. Zocker ist auch jetzt so ein Sack, der ist bis zum Spawn bei denen vorgefahren. Tja, einfach ausbrennen lassen. Der rührt sich eh nicht. Anstatt Munition zu verschwenden. Nee, der Zocker denkt sich einfach rein da. Der wird so oder so... Ah, jetzt hat er sich gelöscht. Trotzdem, der wird nicht lange überleben. Ja. Tja, so schnell kann's gehen. Und die Runde ist damit auch schon zu Ende. 7 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Weg. Weg mit dem Keck. Ja, schöne Runde auf jeden Fall. Hier nochmal die Auswertung. 5121 Punkte. Ja, 17 Kills, 3 Abschüsse, Abschusshilfen, ein Gebiet, einmal gestorben. Sehr schön. So, Alex Schrödinger. Schrödinger. Schöner Name. So, ansonsten haben wir hier noch was. Also, kann ich ja mal eben kurz gucken. Aber nee, die haben wirklich keinen Panzer, der halt auf den Low-Tier-Rängen, also hier 4-0 oder so, ist nichts dabei.
Welche Nation war noch? Genau, Japan. Nee. Da ist auch jetzt nichts bei, wo du Probleme hast, durchzukommen. Tja, gut, also. Italien ist halt auch so ein Lappenvolk. Die haben halt keine schweren Panzer, ne? Die haben halt nur mittelschwer. Die haben nur den. Nee. Die haben halt wirklich gar keinen schweren Panzer. Ist schon traurig. Aber gut, hatten nicht viel, ne? Ja, wie gesagt, genau die drei kamen neu dazu. Aber wenn man jetzt mal guckt, wo ist er? Hier, der M4A3 halt, logischerweise. E2. Ne? Ami. Und hier der ARL, den ich meinte. Der ist auch recht gut gepanzert für seinen Rang, wo man sehr schwer durchkommt. Ebenso würde ich. Feuerwehr, alles klar. Der B1, der Premium und der spielbare, wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Die sind auch recht gut. Naja, so viel zu dem Video, ne? Ich werde nachher weiter China spielen. Ist momentan so ein Favorit bei mir. Corona. Nein. Ja, es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, Chinesen zu spielen gerade. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr Replays habt, dann reicht die gerne ein. Gucke ich mir gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Warfunder wieder. Lasst ein Däumchen da und ciao.